Hallo und herzlich willkommen zu Get to the Keyboard mit mir Azurech und einem Video über Werbung auf YouTube. Und zwar gibt es eine neue Art von Werbung, die sogenannte Inslate-Werbung. Und ich möchte gerne von euch wissen, was ihr von dieser haltet, denn das ist für uns natürlich auch wichtig. Natürlich möchten wir uns nochmal bei jedem von euch bedanken, die den Adblocker immer ausgestellt haben, wenn sie unsere Videos sich anschauen. Werbung mag zwar keiner und es tut uns natürlich auch leid schon fast, aber das ist finanziell für uns einfach wichtig und deswegen bitten wir immer noch weiter, dass bitte jeder auch den Adblocker ausgestellt hat. Ist für uns einfach sehr wichtig, wir wissen, dass das nervt. Aber naja, ich möchte zurück zu dieser Inslate-Werbung kommen. Ihr seht hier schon das Ganze, das ist ein Screenshot, den ich hier gerade betrachte, denn die live zu erwischen ist gar nicht mal so einfach, wenn man sie dann will. Und zwar hat man in dieser sogenannten Inslate-Werbung die Wahl zwischen zwei Arten von Werbung. Entweder man schaut sich einfach mal ein Video an, natürlich nicht volle 3 Minuten, ja, ihr könnt dann mal nach ein paar Sekunden wegklicken, oder aber ihr schaut eben ein Video mit 2 Werbeunterbrechungen, die ihr meistens auch nochmal wieder wegklicken könnt. Das heißt, man hat am Anfang eben nochmal die Wahl und muss nochmal klicken. Das Video fängt nicht sofort an, sondern erst nochmal nach 20 Sekunden, wenn man auch nichts macht. Ist natürlich eine Art von weiterer Aufwand, sage ich einfach mal. Und wir möchten gerne von euch wissen, was ihr davon haltet. Findet ihr das jetzt schlimm, dass ihr nochmal irgendwo draufklicken müsst? Ist das euch egal? Findet ihr das sogar vielleicht besser, dass ihr nicht gezwungen werdet, so eine lange Werbung euch ansehen zu müssen? Oder möchtet ihr sogar, ich habe Freunden, war eine Werbung von irgendeinem coolen Film, habe ich mir sogar komplett angeschaut. Ja, ich möchte einfach gerne wissen, was ihr von dieser Art von Werbung haltet, ob wir die mit reinnehmen sollen oder ob wir das eben lassen sollen. Das ist uns wichtig eben zu wissen, was ihr davon haltet, denn wir möchten euch ja nicht, wenn wir schon Werbung drauf haben, wenn ihr euch die doch wirklich auch schon anschaut, wofür wir eben sehr dankbar sind, dann möchten wir uns ja auch euch, mein Gott, da möchten wir euch ja nicht noch zusätzlich nerven mit einer neuen Werbung. Deswegen fragen wir euch da, was ihr davon haltet. Bis dann und ciao, ciao.